Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ja, Germany United Real Life. Yay. Werbung, du willst von Tor sehen, slash Contract. Okay, Winter. An sich muss ich ehrlich sagen, erster Eindruck ist nicht schlecht. Mir gefällt's. Ganz ehrlich, ich finde, bisher sieht's ziemlich gut aus. Interface ganz nett. Schneemann und so, finde ich eigentlich ganz gut. Was mich jetzt leicht verstört ist, erstens die Uhr ist, also ich mag die Größe auch noch von der Uhr. Ich find's gut, wenn es klein ist. Oder es ist irgendwie so einsam da. Ich finde irgendwie weiter noch in die Ecke. Na, egal. Wird wahrscheinlich gleich Sinn ergeben, wenn ich mein Interface sehe. Was mir sofort auffällt, ist, dass ich hier Statistik, Level 1 etc. pp. Ich bin mir so sicher, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Egal, wollen wir gucken. Willkommen auf unserem Server. Yay! Ich gebe mein Passwort ein. Ihr könnt es sehen. Shit. Na gut. Bitte log dich ein. Yay. Und jetzt passiert nichts. Oh, jetzt passiert was. Jetzt. Es läuft nicht nach Plan. Okay. Gut. Wie schön, dass du zurück bist. Wie schön, dass ich einen Crash hatte. Gut, nochmal. Versuchen wir es nochmal. Jetzt. Leichte Verwirrung. Ah. Jetzt kommt das langweilige Godfather Tutorial. Und so schnell kann ein guter Eindruck einfach in die Tonne getreten werden. Ja. Yay. Okay, ist es ein Godfather? Ich hab's gar nicht mal. Schon, ah, es wird ein Godfather, gut. Wenn ihr schon so, wenn ihr schon so Zeugs einbaut, damit es schöner aussieht, dann hättet ihr wenigstens auch das Tutorial interessanter gestalten können. Ich meine, LOL Real Life zum Beispiel haben wunderbar mit hier und da so Zeugs gemacht, damit man Learning by Doing macht und sowas. Das gefiel mir auch, das war klasse. Und jetzt auf einmal kriege ich so ein langweiliges, blödes Tutorial in die ins Gesicht gedrückt. Nicht gut. Ich muss mir nächstes Mal ein paar Witze aufschreiben, weil diese Trolls sind ja übelst langweilig. Ich will sie mir nicht mal lesen, obwohl es nur so wenig Text ist. Ich weigere, ich verweigere es einfach, weil ich weiß nicht, das ist eine Qual. Immer wieder das. Die Fahrschule ist hier? What? Oh. Neben Flughafen. Okay. Das ist kein Problem. Oh. Verschluss. 15.000 Euro. Und zwei. Okay, hier ist Geld nichts wert. Shit. Payday. Soll es nicht umgekehrt sein eigentlich? Egal. Bargeld, ja. Knastzeiten, langweilig eher. Ich muss ehrlich sagen, also das Geld ist schon hier nichts wert. Nicht so toll mit Real Life und so. Steuerung. Steuerung? Abgelehnt oder was? Wieso die Taste? Wieso nicht die Link? Okay. Ich habe so eine Fresse gezogen, als ich realisiert habe, oh, ich musste echt die rechte Taste drücken. Automatisch. Warum kommt mir das so? Okay, die Uhr ist sowas von unpassend. Wieso habe ich so viel Geld? Ein bisschen. Das Race Autohaus. Produkte 0.
Kann ich jetzt deswegen nichts kaufen oder was? Wie viel kostet es? Hallo? Mit was für Tasten? Okay. Wie mache ich weiter und nicht weiter und. Hä? Enter. Wo soll ich den Preis denn wissen? Alter! Ich will raus! Ah. What the fuck? Nö. Sehe ich nicht ein. Tschüss. Okay, das Auto ist miserabel. Ich weiß nur, dass ich mit Enter kaufen kann. Mehr nicht. Ich habe versucht irgendwie. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich jetzt die Fahrzeuge ändern kann. Ich teste das kurz. Ich mache das jetzt gerade aus Trotz. Moment. Ich will das mal rausfinden. Vielleicht geht das so. Na? Jetzt ist nichts mehr da. Dann nicht. Dann nicht. Wieder weg. Das ist nicht gut. Man kommt so rein, hat man so toll, so, oh ja, gut, das könnte was werden. Dann sieht man das Tutorial. Shit! Dann sieht man das Auto aus. What the fuck? Und jetzt, warum ist das eingezäunt? Hä? Das sieht aus wie ein Gefängnis. Die Baustelle am Busbahnhof wurde abgerissen. Man kann wieder die Straße befahren. Okay, hier gibt es random Dinger und dann gibt es einen Brand. Aha. Alle verfügbaren Einheiten zum Einsatzort. Leider bin ich forever alone und da gibt es nichts. Ja, hier kann ich was machen. Okay. Wow. Was geht denn hier alles ab? Ja, hier, da. Nicht? Ja, es wäre auch schön. Wie mache ich jetzt beim Lotto mit? Ich habe keine Ahnung! Wir sind alles einfach so noob-unfreundlich. Das gibt's doch gar. Man kann da nicht rein. Bitte sag, dass das jetzt eine Lüge ist. Das so macht, was es will. Alter! Irgendwann pff, machen wir Checkpoint. Ich bin, ja. Okay. Radio, was haben die hier? Online, eigene MP3, Radio ausschalten. Online-Radio. Techno-Bass, Hard-Bass, kein Rock. Geh weg. Ich bin echt erstaunt, wie verwirrend dieser Server ist. Es ist der Hammer. Ich bin einfach nur, what the fuck is just going on? Ah, jetzt! Ah, okay, gut. Mein Gott. Ja, das ist jetzt wohl auch gekommen. Hui. Gut, man kann hier in die Bank anscheinend nicht rein. Oder vielleicht doch.
Ich stelle hier mal keine Behauptung auf, weil dieser Server scheint ja sowieso zu machen, was es gerade Lust hat, worauf es gerade Lust hat. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten wieder mal die Feuerwehr ist. Ja. Wie? Oh, das ist doch kein Grafikfehler. Oh. Eieiei. Euer Ernst jetzt? Fast so. Was ist das? Ah, jetzt. Drück Enter, um nach oben zu gehen. Das sieht mir sehr einsam aus hier, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Bisschen verwunderlich, dass jeder Sack hier rein kann. Ich kann auch nach oben. Komm. Boah, sieht das hier eintönig und langweilig aus. Ach, kann ich nicht kaputt machen. Das ist langweilig. Ich würde den Typen verklagen, der so ein Haus baut. Ist ja ekelhaft. Ja, und GPS. Stadthalle, da wollen wir doch hin. Ah, guck mal, ich gucke erstmal nach Autohaus. Wie kein Benzin? Oh Gott. Gibt's ein Autohaus hier? Gibt's ein Autohaus hier? Gibt's ein Autohaus hier? Nein, gibt's nicht. Die machen ein Autohaus am Arsch der Welt, aber nicht da, wo ein Autohaus ist. Achtundachtzig. Die Nummer ist 88. Einige Leute hätten jetzt aus Protest gesagt, what the fuck? Also, ich hab echt keine Ahnung, was ich jetzt aber sagen soll. Ich hab echt keine Ahnung. Der Anfang war. Wie jetzt? Okay, warte mal, ich fahre zum Autohaus hin. Ich will endlich ein gescheites Auto, weil mir Benzin lange ausgeht. Aber nach wie vor, ich weiß nicht, was ich zum Server sagen soll. Ich meine, ob es jetzt verbuggt ist oder ob es irgendwas. Ich weiß es nicht. Seltsam. Quick Bonds, Liberty Fast, Open. Ja, Supermarkt ist also Autos geworden. Gut. Ich sehe immer noch keinen Preis. Geld rein. Woher soll ich das denn wissen? Weg! Ey! Irgendwas! Gib mir ein Auto! Abgelehnt. Ich bin verflucht, an Roller zu bleiben, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo ich ihn. Abgelehnt. So. Das Geld ist hier anscheinend überhaupt nichts wert. Ich meine, ich kann mit 34.000 Dollar. Da hinten Euro. Also ich habe auf meiner Hand habe ich 34.000 Dollar. Und auf meiner Bank habe ich 15.000 Euro. Und jetzt warte mal, wieso ist Feuerwehr jetzt hier? Ich dachte, dass wir wo. Was ist das hier für eine unlogische Scheiße? Ah, okay. Kann mir jemand mal verklickern, was das Ganze hier soll? Oder sind die anderen Dinger jetzt so gewebte Überreste? Ich bin forever alone auf einem sehr seltsamen Server, der irgendwie seinen eigenen Willen hat. Ich gehe davon aus, das ist das Rathausding. Oh, und das hat einen vernünftigen Pickup? Das Scheißding, also BSN hat einen behinderten Checkpoint, das mal kommt und geht, wann es Lust hat. Und jetzt auf. Was kommt Text auf? Ich habe das Gefühl, das Skript leckt. Und jetzt auf einmal sehe ich, du kannst die Stadthalle mit Enter betreten. Deine Uhr. Wag es nicht. Ups. Caps. Wag es nicht, das. Ich schwöre. Warum? Deine Uhr. Abgelehnt. Ich hasse es.
Lass ich lesen. Warte mal. Mit Stadt. Stadt. Halle. Soll was Kennzeichen kaufen? Wenn du mir mal verraten würdest, wo ich ein Scheißauto kaufen könnte, für 34.000 Dollar und 15.000 Euro, dann würde ich mir auch gerne ein Kennzeichen kaufen. Zoll. 25. Okay, was geht mit diesem Server ab? Hat meine. Was? Moment. Wurde mir gerade Geld abgezogen? Ich habe beenden gedrückt. Warte mal. Zollpass? Abbrechen? Mir wurde Geld für nichts abgezogen! Wollt ihr mich ver. Wer immer. Centis, willst du mich verarschen? Das ist das? Personalausweise. So, Glendale, willst du einen Personalausweis machen? Okay, mein Personalausweis kostet 750 Dollar, aber ein verfickter Zollpass kostet 25.000 Dollar! Und ich habe 15.000 Euro auf meiner Bank! Was ist das? Ja. Oh, ich bin Mr. Singh, ich bin 73, glaub mal. Gehörst du männlichen oder sollte das nicht irgendwie Tutorial sein? Ne? Ich bin jetzt weiblich, siehst du doch. Wo ist Dänemark? Nirgends. Ich hasse euch. Ich bin jetzt Schweizer. Habe ich jetzt einen Pass? Habe ich jetzt einen Ausweis oder nicht? Ich weiß es nicht. Show Perso, gibt's das? Okay, schön. Ne, Glenn. Klein Moment. Abgelehnt. Also, ich gehe. Ich gehe. Tschüss.